Moin Moin, was geht? Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache auch mal ein kurzes Video, wo ich einfach mal so ein bisschen Shit zeige, den wir so machen, wenn wir nicht gerade irgendwelche Roadtrips machen durch die Gegend. Und zwar gibt es heute ein paar dicke Krabben, die werden wir jetzt catchen. Petri und Justus sind am Start, die treffe ich gleich. Dann machen wir uns irgendwo ein schönes Feuer, hauen einen Topf darauf, kochen ein paar Krabben. Dann snacken wir die, vielleicht mit einer guten Flasche Wein dazu. Das ist so unser Sonntagabend, sag ich mal. Sind wir hier am Krabbenspot. Ich zeig mal ganz schnell, wie man die catcht. Normal habe ich noch einen Stock oder so, um die in ein Netz reinzumachen, aber ich muss ja irgendwie gerade die Kamera halten. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine, nicht ganz so groß. So, zack, gerade so hochgescoopt. Dann kann man die einsammeln. Guck mal, ob ich hier noch eine dickere finde. Hier sieht man noch eine schöne Krabbe. Obwohl ich schon ordentlich was Netz habe. Zack, hole ich mir die auch noch. Schnapper. Ich habe den Eimer vorne stehen lassen. Aber hier sind so viele Krabben. Da muss man ab und zu einfach mal mit dem Netz voll Krabben was catchen. Zack. Boah, die war dick. Baby, Baby, schüttel dein Paar. Es gibt Preis. Oh, die ist zwar ein bisschen small, aber dafür mit der Hand gecatcht. Locker nice. Ja. Wir haben jetzt unsere paar Krabben hier gesammelt. Eimer voll. Sind auf jeden Fall dick genug zum Snacken. Nice Topf. Bisschen Butter, paar Kräuter. Und das hauen wir jetzt hier schön gleich auf dem Feuer drauf. Dann gucken wir das. Auch schon draußen. Zwischen Bierchen. War der Rute natürlich nebenbei rausgeworfen. Man kann ja nie wissen. Vielleicht kommt ein dickes Gerät vorbei. Und sonst. Ja. Dick am Chillen. Jo, wir sind jetzt hier unsere Krabben am Cleanen, beziehungsweise voll am Krabbeln. Der Petri ist hier am Dicke Scheren und heißen Wollandkrabben, weil ihr hier vorne die ganzen Härchen dran habt, die immer schön voll mit Schlamm kleben. Und das sind so charakteristisch für die Krabben. Wir gehen einfach hin und nehmen den ganzen Deckel ab. Zack. Und hier drunter sieht man schon das ganze geile Miet. Dann kann man auch die Kiemen hier abmachen. Zack, zack. Hier und hier. In der Mitte nehmen wir die Eingeweide raus. Mit den Fresswerkzeugen vorne. Zack. Zack. Kommt halt gut auf Masse, wenn man den ganzen Backen macht. Genau. Wird noch einmal durchgespült. Kiem ab. Da haben wir das ganze Miet. That's it. Clean. Okay, wir haben die letzte Wollankrabbe gesäubert. Wir haben jetzt hier mittlerweile einen dicken Haufen voll Krabben. Die kommen gleich hier schön in den Topf. Nochmal mit sauberem Wasser. Dann hier schön aufs Feuer. Werden gekocht. Dann schmelzen wir noch ein bisschen Butter mit Rosmarin, Thymian, ein bisschen Salz. Und dann wird dick gegessen. Wasser kocht. Kommen jetzt schön die Krabben rein. Oh yeah. Guter Snack. Oh yeah. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Und ja, wir snacken die Homies jetzt mit ein bisschen Butterdip, mit Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Tasty as shit, Alter. Und sonst, keine Ahnung, checkt irgendwas anderes ab. Irgendwas verlinke ich. Vielleicht verlinke ich Petris Video. Oh ja. Das ist eigentlich auch cool. Da war ich dabei. Kanu-Kentern in Spanien, würde ich sagen. Ah, stimmt, du machst ja ein neues Video. Ja, Digga, das verlinke ich. Verlinke ich dick. Ja, peace.